Anne Stockert, mein Name. Ich bin selber umweltpolitischer Sprecher der MLPD und ich finde es gut, dass so eine Veranstaltung hier auch angeboten wird, weil das ist ja jetzt auch gerade im Wahlkampf, ist das ja auch eine mit der Top-Themen. Wie geht man eigentlich mit diesem VW-Skandal auch um und mit dem Dieselskandal? Und ich fand es jetzt gut bei einigen, bei dem Herrn Krischer und bei der Frau Graskopf. Sie haben ja vor allem auch diese Frage des Verursacherprinzips betont. Und insofern, also ich finde das genau richtig. Ich bin selber Direktkandidat auch zur Bundestagswahl. Ich fordere zum Beispiel die strafrechtliche Verfolgung aller Umweltverbrecher. Und warum soll das keine Straftat sein, wenn durch diese manipulierten Abgaswerte Menschen umkommen in den Städten, frühzeitig sterben? Allein in der EU sterben über 400.000 Menschen vorzeitig wegen Feinstaub und Stickoxiden. Warum soll das kein Straftatbestand sein? Also insofern finde ich die Diskussion, wir sollten schon ein bisschen mehr auch angriffslustiger werden gegen diese Hauptverursacher für diesen Skandal. Und deswegen meine Frage an den Herrn Grubenhöfer auch, warum man jetzt sagen kann, ja, man kann schwer nachweisen, die hätten betrogen oder die könnte man da so nicht zur Rechenschaft ziehen. Doch, die will ich voll zur Rechenschaft ziehen. Die Frau Raskopf, die hat auch erzählt von dem Delta bei den Bussen. Elektrobusse 640.000 Euro und normale Busse 170.000 Euro. Wer zahlt das Delta? Das finde ich eine richtige Frage. Aber auch hier ist doch die Frage, wie sehen Sie das zum Beispiel, dass wir fordern müssten in den Kommunen und in den Städten, dass hier die Kartellhöchststrafe nach EU-Recht eingeführt wird und angewandt wird von 10% des Jahresumsatzes? Das wären allein bei VW wären das 20 Milliarden Euro. Und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, der hat errechnet, der vertritt 450 ÖPNV-Unternehmen, dass allein der kostenlose ÖPNV in Deutschland jährlich 12 Milliarden Euro kosten würde. Allein mit der Anwendung dieser Kartellhöchststrafe könnte den Kommunen doch dieses Geld gegeben werden, um entsprechend diesen öffentlichen Personennahverkehr herzustellen. Ich habe zwei Fragen. Ich denke, das reicht jetzt schon aus. Sie können sich ja gleich mit der nächsten Runde noch mal. Eine wichtige Frage habe ich aber noch, weil wir ja hier auch bei den Grünen sind. 30 Sekunden. An Herrn Krischer vor allem. Ich kann vieles von Ihnen unterstützen. Ich finde das auch gut, dass Sie das einfordern, dass hier Aufklärung stattfinden soll und dass hier entsprechende die Verantwortlichen auch zur Rechenschaft gezogen werden sollen. Für mich ist jedoch die Frage, die sich auch für mich und für viele Kollegen in meinem Betrieb aufwirft, wie verhält es sich denn dann für Sie als ein Umweltfachmann bei den Grünen, wenn gleichzeitig ein Ministerpräsident in Deutschland existiert, der doch nach wie vor noch seine schützende Hand über diese Automobilindustrie hält und eben dafür sorgt, dass nichts aufgeklärt wird und dass diese nicht zur Rechenschaft gezogen werden? Und das muss doch hier mal beendet werden. Okay, das waren jetzt drei Fragen.